Servus Leute und willkommen zum Anlauf zum vierten Moonlighter and Boss. Mal sehen, ob's was. So. Versuchen wir mal einen Bonus, so lang wie es geht, zu halten. Da oben die Schilde und das Extra-Leben. Das war echt mies. So, bisher habe ich noch keinen Heiltrank gebraucht, super. Dreiundsiebzigtausend? Ernsthaft? Was war das andere? Oh, das wäre jetzt gewesen. Ach, dadurch ja. Dadurch, dass ich da gepennt habe. Okay. Brauche ich noch ein bisschen Geld. Den letzten Boss besiegt habe. Oh verdammt. Kann ich dann nämlich nochmal. Also kurz, wenn ich den letzten. Also wenn ich vor dem letzten Boss stehe, kann ich nochmal mich heim teleportieren und habe dann wieder die Boni.
Ja, toll, dafür habe ich mich geheilt. Na geil, jetzt habe ich am wenigsten nochmal volle Energie. So, letzte Ebene des vorletzten Dungeons. Komm schon. Ja. Okay. Für den vorletzten Boss. Ich habe den Bonus, den ich wollte.
Na, dann schauen wir doch. Was erwartet uns? Habe es mit eigenen Augen gesehen. Als ich Labor 105 verließ, wurde die Tür mit grünem Schleim bedeckt. Untersuchungen ergaben, dass er die perfekte Aufnahmematerie für dimensionale Energie darstellt. Los geht's. Moment. 5, gut, ich habe alles. Oh. Okay. Ich fand den jetzt eigentlich nicht so schwer. Da fand ich den dritten, also den letzten, diese Schlange, um einiges schwieriger. Um einiges schwieriger. Der letzte Wächter besiegt. Der letzte Schlüssel in unserem Besitz. Der Tech-Wächter ist gefallen und das fünfte Tor steht offen. Der alte Pete hatte recht, jetzt kann er in Frieden ruhen. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun, es einfach auf sich ruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten, würdest du auf mich hören? Nein. Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen. Es ist schon das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Du würdest es nie aufgeben. Ja, dein Großvater noch hier, würde er noch genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will. Pass auf dich auf. Eieiei. Ja, wir haben das Maximum erreicht, was wir erreichen können. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt noch mit einem zünftigen Schlussverkauf. Und in der nächsten Folge betreten wir dann das fünfte Tor. Boden kann ich ja wohl auch ausmachen. So, legen wir mal los. Kommt herein, liebe Leute, der Held der vier Dungeons. Verkauft.
verkauft seinen Scheiß an euch. Und zwar alles weit über dem Standardpreis. Das heißt extrem überteuert. Was war das gerade für ein Hechtsprung? Oh, die 2 Millionen fehlt auch nicht mehr. Sehr viel, das könnten wir auch noch hinkriegen. Komm, ich würde es kaufen an deiner Stelle. Ja, komm. Und 2 Millionen, geil. Leute, ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Wie viel haben wir verdient? 1,3 Mille. Geil. So, in der nächsten Folge, Leute, gehen wir in das letzte Dungeon und dann schauen wir einfach mal.
Also, macht es gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao.